Zwei für die deutsche Geschichte wichtige Ereignisse, die jähren sich in diesem Jahr. Und deshalb wird es am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr in der Hamener Münsterkirche eine besondere Veranstaltung geben. 100 Jahre Weimarer Republik, 80 Jahre Reichspogromnacht, die Rolle der Polizei in Demokratie und Diktatur heißt sie und wird unter anderem von der Polizei, dem Verein für regionale Kultur und Zeitgeschichte und der Münstergemeinde getragen. Als Referenten konnten Dr. Dirk Götting vom Niedersächsischen Polizeimuseum in Nienburg und der Hamelner Historiker Bernhard Gelderblom gewonnen werden. Was sich in der Weimarer Republik für die Polizei verändert hat, das beschreibt Ralf Hermes von der Gewerkschaft der Polizei. Diese Revolution war ja eine Herausforderung, Polizei ganz anders zu organisieren und das Berufsbild ganz anders zu beschreiben als noch im Kaiserreich mit einer obrigkeitsstaatlichen Polizei, wo der Bürger ja eher Gegner war. Es wurde die Autorität des Kaisers durchgesetzt, während das Bild des Bürgers in einer Demokratie etwas ganz anderes ist. Und es ist leider in Vergessenheit geraten, was für eine enorme Aufbauleistung damals der Wandel von einer autoritär-hierarchischen Polizei hin zu einer demokratischen Polizei in den ersten Jahren oder Jahrzehnten der Weimarer Republik erfolgt ist. Und diese Versuche nach 1918 der Polizei ein modernes und menschliches Gesicht zu geben, kamen unter anderem in Form eines ganz konkreten Gegenstands zum Ausdruck. Aber ich nehme mal als praktisches Beispiel den Schlagstock der Polizei. Den gab's im Kaiserreich nicht. Da war die Waffe des Gendarmen der Säbel oder die Pistole oder der Karabiner. Und in der Weimarer Republik führte man den Gummischlagstock ein. Zwar als Waffe und Gewaltmittel, aber halt als nicht tödliches Mittel. Also der Unterschied zwischen einem Schlag mit einem Degen oder einem Schlagstock ist schon erheblich. Und heutzutage ist ja der Schlagstock der Polizei oftmals Zeichen für Polizeibrutalität. Aber dieser Wandel hinweg von tödlicher Gewalt zu zivilisierterer Gewalt als Zwangsmittel war zum Beispiel ein einschneidendes Moment. Das passive Verhalten der Polizei bei den Brandanschlägen auf die Synagogen in Deutschland während der Reichspogromnacht am 9. November 1938 markierte Hermes zufolge dagegen einen Tiefpunkt in der Geschichte der staatlichen Ordnungskräfte. 1938 mit der Reichspogromnacht und dem Nichthandeln der Polizei, ich sage jetzt auch mal dem Begehen durch Unterlassen, war dann ein so sichtbares Zeichen von Polizeiwillkür, von einer anderen Polizei, von einer Polizei in einen autoritären Staat, die Gewalt zugelassen, unterstützt hat durch die SS in diesem Fall. Das ist der andere extreme Gegenpol. Und ich glaube, gerade in diesem Kontrast zwischen Weimarer Republik ist dann diese Jahreszahl 80 Jahre Reichspogromnacht so ein Punkt, an den man auch immer wieder erinnern muss, weil sie zeigt, was passiert, wenn wir nicht aufpassen, um unsere Demokratie zu schützen und auch wertzuschätzen. Während der Polizeihistoriker Dirk Götting mehr den allgemeinen Rahmen der Entwicklung beleuchten wird, wird Bernhard Gelderblom verstärkt den Blick auf die lokale Ebene des polizeilichen Handelns lenken. Ich bin sehr froh, dass Bernhard Gelderblom sich bereit erklärt hat, dann den lokalen Bezug herbeizuführen. Also er ist ja der Lokalhistoriker hier in Hameln, der sich sehr fundiert mit Geschichtsereignissen auseinandergesetzt hat und dann aus seiner Sicht etwas zur Rolle der Polizei 1938 in einer niedersächsischen Stadt beschreiben wird. Und ich glaube, es ist dieser Kontrast auch interessant. Ein Polizeihistoriker, der natürlich so ein bisschen auf Seiten der Polizei steht, das ist sein Arbeitgeber auch. Und dann aber natürlich auch, bin ich gespannt, was Bernhard Gelderblom dann berichten wird, aus einer ganz anderen Perspektive darzustellen. Sagt Ralf Hermes, er ist Vorsitzender der Bezirksgruppe Göttingen der Gewerkschaft der Polizei. Und mehr zu diesem bedeutenden Thema können Sie am nächsten Mittwoch ab 19 Uhr während der Vortragsveranstaltung 100 Jahre Weimarer Republik, 80 Jahre Reichspogromnacht, die Rolle der Polizei in Demokratie und Diktatur in der Hamelner Münsterkirche hören.